9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Agro-Michi 21 präsentiert. Hallihallo, liebe Leute, ich bin Akumichi21, ich mache Songs, Let's Plays und crazy Unterhaltungsvideos, ja. Heute fange ich ein ganz neues Let's Play an und es heißt Desperados Wanted Alive, Wanted Dead Alive, sorry. Ich verspreche mich mal wieder, passiert mal ab und zu mal. Aber ich finde, das ist nicht so schlimm. Und falls ihr euch fragt, hey, die Dings, also der Stimmton ist nicht bearbeitet. Ja, das ist ein altes Spiel, also finde ich, muss der Stimmton auch nicht unbedingt so bearbeitet werden. Und da ich sowieso das jetzt so gemacht habe, dass es in alle 20 Minuten eine neue Aufnahme stattfindet. Ja. Werden wir es? Ja. Ich meine, werdet ihr dann sehen, dass ich dann nicht am Ende irgendwie sagen, mich verabschiede und dann den nächsten Part oder so. Sondern es geht halt dann so immer weiter, ne? Also, nicht wundern. Alle 20 Minuten und wenn ich Bock habe, meist eine Aufnahme, wo dann doch viel länger dauert. Also Leute, los geht's. Spielen. Erstmal lesen wir hier uns das hier erstmal durch. Achso. Noch eine kleine Info am Rande. Das ist die Demo. Deswegen steht bei Laden Demo. Ich spiele erstmal die Demo. Ich habe zwar die volle Version auch schon auf dem PC und es läuft einwandfrei, sogar für die Aufnahme. Also, ich mache zuerst mal die Demo. Und lesen wir uns doch mal das hier durch. Willkommen in New Mexico, Fremder. Mit der hier erzählten völlig eigenständigen Episode aus dem Leben des Kopfgeldjägers John Cooper möchten wir Ihnen einen kleinen Vorgeschmack bieten, was Sie im eigentlichen Spiel Desperados Wanted Dead or Alive alles erwartet. Ihr Auftrag in diesem exklusiven Demo-Abenteuer lautet: Befreien Sie ein kleines namenloses Städtchen an der Grenze zu Mexiko aus der Hand einer Bande schießmütiger Outlaws. Oder Outlaws. Viel Glück, Fremder. Okay, los geht's. Was wollt ihr beiden hier? Das ist meine Stadt. Ich war zuerst hier. Ach ja? Das Kopfgeld für Dylan gehört mir. Verzieh dich, Klugscheißer, sonst. Lass ihn doch, Doc. Wenn er glaubt, er könnte das allein erledigen. Ihr werdet schon sehen. Friede deiner Asche. Chance.
klang so, als sei unser Freund nicht so weit gekommen. Dann sind wir wohl jetzt am Zug. Wie lautet dein Plan? Kate hat sich bereits in die Stadt geschmuggelt. Sie müsste in diesem Augenblick mit dem guten Dylan am Pokertisch sitzen. Wenn sie ihn ordentlich gerupft hat, wird sie versuchen, mit ihm auf sein Zimmer zu verschwinden. Du solltest dir den Kirchturm vornehmen. Von der Spitze aus hast du freie Schussbahn auf die Wachen. Und du? Ich werde Kate in den Saloon folgen und Dylan überrumpeln, während sie ihn ablenkt. Denk dran, auf seine Leiche gibt es nur noch das halbe Kopfgeld. Die Einwohner von Santa Clara wollen ihn lebend. Ich werde ihm kein Haar krümmen. Oder zumindest fast nicht. Was machen wir, wenn wir Dylan geschnappt haben? Diese Banditen haben die ganze Stadt unter ihrer Kontrolle. Vom Sheriff können wir keine Hilfe erwarten. Der scheint in seinem eigenen Knast festzusitzen. Dann holen wir ihn eben da raus und reinigen bei dieser Gelegenheit gleich die gesamte Stadt von diesem Ungeziefer. Vorwärts! Okay, Leute. Dann los geht's. Alles klar. Dann los geht's. Alles klar. Mit der Mission. Die einzige Mission übrigens. Denn das hier ist eine Demo. Von Desperados Defended or Life. Okay. Jetzt oder nie. Den sollten wir locker bekommen. Wieder. Wurde uns bestimmt auch angegeben, dass man den locker umlegen kann, ohne dass einer ihn überzieht, ey. Wir könnten mal weitermachen. Aber ich mach so. Na, mal sehen. Ich hatte schon zwei Testaufnahmen, beziehungsweise ja, und jetzt? Eigentlich richtige Aufnahmen gemacht. Doch die sind ständig immer wieder abgestürzt. Der erste ist hängen geblieben. Ja, mal sehen. Bei der zweiten ist es abgestürzt. So scheiße. Mhm. Okay. Ich tue mal abspeichern. Also, angekommen. Quick Save. So. Oh, der sieht mich etwas. Gehen wir's an. Come on. Das ist gut. Das wollte ich nicht. Hat dir jemand einen Arzt gerufen? Ich wollte dich beide nehmen. Mal gucken, wie man wieder aufstehen kann. Ich würde dir ärgern. Okay, auf A nimmt man beide. Auf S steht man aus, auf und auf C wieder. Okay. Dann wollen wir mal. Okay. Den kriegen wir doch. Auf geht's. Dann wollen wir mal. Alles klar. Wir nehmen den am besten mal hier. Ja, und jetzt? So. Wieder runter. Ja, die gute alte Demo. Nur ist die leider... Kleinigkeit. Ziemlich verpackt ist, aber ich glaube, das ist mit dem... Angekommen. Was heißt verpackt? Leider unter Windows 7 stürzt die gerne mal öfters ab. Und ich werde gerade mal gerufen, Leute. Deswegen mache ich gerade mal einen Schnitt. Bis gleich. So, wieder da, Leute. Wie man auch gerade sieht, die FPS ist irgendwie verbuggt bei dem Spiel. Keine Ahnung, wieso. Hier zum Beispiel. Aber dann ist es wieder weg. Und dann ist es hier wieder. Komisch. Auf jeden Fall lesen wir uns mal das Ziel der Mission. Schnappen Sie sich Dylan und liefern Sie ihn an den Sheriff aus.
Die Kirchturmspitze bietet Doc eine gute Position, um effektiv seine Präzisionsmunition und seine Gasfiolen einzusetzen. Sobald Sie sich mit einem Charakter einem der Eingänge des Saloons nähern, können Sie das Innere einsehen und die Kontrolle über Kate übernehmen. Der Weg über das Dach ist dabei die einfachste Wahl. Befreien Sie außerdem den Sheriff aus dem Gefängnis im Süden der Stadt. Doc kann die Zellentür knacken. Okay. Ja, das wird noch ziemlich schwierig hier. Obwohl es nur eine Mission ist, trotzdem wird es ziemlich schwierig. Naja, eine gut aufgebaute Demo. Also eine gut aufgebaute Demo-Mission, finde ich. Mit drei Charakteren. Okay, los. So, wir sind hier. Letztes Mal, als ich es versucht hatte mit den Testdingens. Kleinigkeit. Jetzt oder nie. Bin ich einfach mal hier durchgegangen. Weiter geht's. Um dann erstmal nachzuschauen, wen ich von den beiden denn zuerst kalt mache. Und ich glaube, ich nehme den hier. Oh shit. Fuck. Gleich tot. Aber gut, wir haben gespeichert. Wir wissen jetzt, was passiert. Ja, die Schritte auf den Brettern hier. Vielleicht jetzt? Auf geht's. Shit. Ja, das ist scheiße. Ja toll, ein Schlag und ich bin auch noch tot. Ja. Das hat ja nichts gebracht. Okay. Wir müssen den irgendwie wegbekommen. Am besten von hier aus. Auf jeden Fall sind wir so ein kleines Stück weiter hier oben. Erstmal hier angelangt. Hier läuft natürlich auch immer einer rum. Wo ist denn der eine? Da läuft auch einer rum. Da. Der hier. Die sind gefährlich, die können einen schnell umlegen. Ich würde eigentlich sagen. Okay. Quick Save. Hey, du hast deine Chance. Oh, fuck. Ah, noch gleich umgelegt, alles klar. Alles klar. Weiter geht's. Und jetzt? Alles klar. Ja, jetzt? Alles klar. Dann bringen wir auch mal weg. Hat ja doch noch geklappt. Weiter geht's. Das ist gut. Dann bringen wir den auch gerade mal weg. Beeilung. Okay. Ich hoffe, dass das Spiel sich nicht wieder irgendwie aufhängt. Ich hasse das. Deswegen speichere ich.
hab hier noch zusätzlich Speicherpunkt 1 eingeben. Denn ich hasse es, wenn es hängt. Dann habe ich wenigstens schon mal einen Teil aufgenommen und mache hier einen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. So, und hier sind wir auch schon wieder da. Ich nehme jetzt noch 15 Minuten auf und ich hoffe, dass diese Folge glatt läuft. Okay. Jetzt will ich noch den hier umlegen. Der ist schön zum Umlegen. Na, mal sehen. Am besten mit dem Messer. Quick Save. Was für eine Verschwendung. Schön. Er ist auch tot. Weiter geht's. Nochmal Quick Save. Alles klar. Mhm. So. Dann wollen wir mal. Dann mach ich mal hier einen Quick Save. Ballon, komm. Okay. Quick Save. Oh, der sieht mich schon. Jetzt oder nicht? Der sieht mich. Shit. Ich wittere Ärger. Zur Sache jetzt. Ich glaube, es wäre aber nicht so schlimm. Wir machen mal hier nochmal. Vielleicht hört es ja keiner. Bin ich mal gespannt. Wow, das hat ja noch geklappt. Oder auch nicht. Shit. Untot. Na, mal sehen. Ja, das hat dann doch nicht so gut geklappt. Ach so, der rennt ja hier rein. Ah, shit. Geht ja da rein, stimmt. Ah, fuck. Na, mal sehen. Ach, Mist. Dann wollen wir mal. Alter, was soll das? Dann wollen wir mal. Ach, das wäre ein beschissener Quicksave, ey. Glaube ich. Oder können wir uns irgendwie ducken, dass der uns nicht sieht? Wie mache ich denn das? Scheiße. Das war ziemlich beschissen irgendwie. Der bekommt wahrscheinlich mit oder so. Dann knall ich den ab gleich.
Shit! Ach, scheiße. Das war jetzt irgendwie ziemlich beschissen. Ziemlich beschissen irgendwie. Ich hoffe, die haben es nicht gesehen, wie ich da hinrenne. Nein, die haben es auch gesehen. Scheiße, Mensch. Fuck, Mensch, ey. Wie mache ich das nur? Oder ich mache das so. Dann weiß man... Zusätzlich Speicher. Nee, speichern wollte ich. Na komm. Irgendwas. So. Um zu testen, ob es klappt. Endlich, das hat geklappt, Leute. Und los. Junge, Junge, Junge. Endlich. Und los. Der scheiß Basti ist tot. Quick Save, perfekt. Sehr gut. Angekommen. Wo guckt der hin? Okay. Jetzt oder nie. So, noch dann schön zu den latschen. Angekommen. Dann wollen wir mal. Auf verstecken. Das läuft doch. Angekommen. Das läuft. So. Bevor das irgendwie abstürzt oder so, speichern wir nochmal auf Quick Save. Also auf Speicherpunkt 1. Machen einen Cut. Und sehen uns schon wieder. Jo. Das hat so meine... meine Sicherung sozusagen. Denn das Spiel stürzt eben gerne ab. Ich habe keine Lust, das wieder, wieder machen zu müssen. Weiter geht's. Okay, sehr gut. Alles klar. Hier kann man sich frei bewegen jetzt. Nicht ganz, aber... einen kleinen Teil wenigstens. Dann wollen wir mal. Dann holen wir mal den Doc. Denn der braucht sein Gas. Was jetzt? Drei Gas haben wir, okay. Gib mir Deckung. Wir sehen uns in der Hölle. Ich weiß nicht. Hier ist ein Gas. Sagen wir 7 Gas. Sehr gut. Joe nichts. Hier. Was für ein Okay, Doc. Was machen wir mit dir? Das packen wir erstmal hier hin. Wir sehen uns in der Hölle. Für die Sicherheit. So. Okay, Leute, haben wir schon ganz gut aufgeräumt. Ein paar Leute gekillt. Überlegen. Mit denen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Oder 7 Stück, glaube ich. 7 bis 8 Stück. Ihr werdet es natürlich in der Folge sehen. Dann werden wir wahrscheinlich unter den Kommentaren schreiben, du hast so und so viel. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Desperados die Demo. Bis dann, euer Kommissar 21.
Yeah!